Hier auf diesem Computer befindet sich alles, was wir bisher gesendet haben. Hier sind die Neumarkt TV Backstage Stories. Backstage Stories! Nein, nein, das klang falsch. Das klang falsch. Backstage Stories. Das kann man nicht sagen. Und wir zeigen Ihnen jetzt, was wir nicht gesendet haben. Backstage Stories. Man sollte dem Ding einen Namen geben, den keiner von uns aussprechen kann. Die Neumarkt TV Backstage Geschichten. Yeah. Ja, für mich war das ein ganz besonderes Jahr, auch bei Neumarkt TV. Im Frühjahr wurde ein engeres Familienmitglied von mir auf Corona getestet, positiv auf Corona getestet. Dementsprechend musste ich dann auch in Quarantäne, war dann eben eine sehr lange Zeit zu Hause und konnte nicht in die Redaktion kommen. Ja, und mir wurde dann ziemlich schnell langweilig und ja, ich wusste nicht so richtig, was mit meiner Zeit anzufangen. Dann sind wir auf die Idee gekommen, die Sendung Lennart allein zu Hause zu machen. In der Serie ging es darum, dass ich von zu Hause aus Aktionen gegen die Langeweile durchführe. Ich meine, ich bin den ganzen Tag zu Hause. Einmal habe ich versucht, alle Bilder im Haus einen Nagel weiterzuhängen. Die Nägel freuen sich übrigens sehr über die neuen Bekanntschaften. Und auch die anderen Zimmer kommen dran. Sogar die echten Picassos im Keller werde ich mir vorknüpfen. Das Motto heißt, umhängen statt rumhängen. Ein anderes Mal habe ich Gummibärchen nach Farbe sortiert und beim letzten Mal habe ich dann vorm Waschbecken beim Händewaschen Grimassen geschnitten. Ich empfehle Ihnen zum Beispiel den Chuck Norris hatte gestern auch Corona. Und zwar für 5 Minuten. Oder den Kevin allein zu Haus. Oder natürlich den Angela Merkel in Quarantäne. Wir schaffen das. Natürlich nur echt mit der eingeseiften Hand in Rautenform. Schwierig war es auch, das gedrehte Material dann in die Redaktion zu bekommen, weil ich durfte ja nicht vor die Haustür und unser Internet ist jetzt auch nicht das schnellste. Dementsprechend haben wir das dann so geregelt, dass ich die Karte mit dem gedrehten Material immer in unseren Briefkasten gelegt habe und Kolleginnen bzw. Kollegen sind dann morgens an unserem Haus vorbeigefahren, haben die Karte genommen und die dann in die Redaktion gebracht. Also das war schon sehr spektakulär und einzigartig und ich glaube, das ist auch etwas, woran ich mich und sich das Team wahrscheinlich auch immer erinnern wird. Ja, im März habe ich dann meine ersten Erfahrungen als Straßenmusikant gesammelt. Wir haben zum Beginn der Corona-Krise einen Song über Corona gemacht, auf die Melodie von Babitschka. Als wir Kinder waren, gab es viel Gefahren. Masern, Mumps und Hepatitis A. Doch wir hatten noch kein Corona. Übelste Geschichten weiß man zu berichten. Von dem fiesen Killer-Virus da. Alle fürchten sich vor Corona. Große Messen, Auswärtsessen, kannst vergessen wegen Corona. Nix anfassen, trotzdem dann die Hände waschen wegen Corona. Ich kauf leer das ganze Kühlregal und sag, ihr könnt mich mal. Ich bleib daheim und sperr mich ein wegen dem Corona. Danke. Auf jeden Fall war das so, wir haben da ja natürlich nicht live gespielt, sondern wir hatten ein Playback. Der Uli hatte eine Quetsche dabei und ich hatte eine Gitarre und wir haben so getan, als würden wir das spielen und singen. So einen kleinen Lautsprecher hatten wir halt versteckt, damit wir hören könnten, wo wir sind. Und am Residenzplatz wird ja momentan die neue Hochschule gebaut. Und in dem Moment, als wir da unser Lied filmen wollten, haben die Bagger gerade ein altes Haus dafür abgerissen. Und die haben ständig gescheppert und gerumpelt. Ein Lärm, sage ich Ihnen. Wir konnten unser eigenes Playback auf diesem kleinen Lautsprecher fast nicht hören. Es wäre echt die ganze Zeit so, Corona, immer so, das ist so aufgesperrt. Also mit ganz viel Glück haben wir es geschafft, halbwegs synchron unsere Münder zu bewegen. Alkohol killt Viren. Man muss es probieren, sonst gibt's hier eine Massenpanik noch. Darum heißt es jetzt, die Krüge hoch! Alle laufen, Wirkstoff kaufen, kräftig saufen wegen Corona. Du musst dich desinfizieren mit den Bieren gegen Corona.
Und man muss dazu sagen, das war zwar das erste, aber nicht das letzte Lied, was wir 2020 zum Thema Corona gemacht haben. Jetzt kommt das Öffnungswunder, das macht die Wirtschaft munter. Die Leute laufen haufenweise auf die Straße runter. Nun kann man alles bringen, besonders in Thüringen. Komm Söder, lauf, mach alles auf, das lässt die Kassen klingen. Ja, der Frühling, der Frühling, der Frühling ist hier. Die wir Viren verbreiten im Borg. Ich denk nicht dran, dass ich mich hier distanziere. Gehen wir Viren verbreiten im Borg. Man liest zwar in älteren Schriften noch etwas vom Tauben vergiften. Doch jetzt gibt's was Neues, das find ich sau stark. Das Viren verbreiten im Borg. Und fragt eins, wieso hast denn du keine Atemschutzmasken? Wir wollen Viren verbreiten im Borg. Küss die Hand. So, einmal bitte nochmal zu mir drehen. Wir bringen alles groß raus, was Wände, Türen und Dächer hat. Feldbusch Immobilien betreut Sie beim Verkauf Ihrer Immobilie. Vom ersten Gespräch über eine Hochglanzpräsentation des Objekts in gedruckter und digitaler Form bis hin zum Vertragsabschluss. Feldbusch Immobilien, die Neumakler aus Neumarkt. Heute ist alles anders. Wir können alte Freunde nicht umarmen, dürfen den neuen nicht küssen, den Beruf, den wir lieben, nicht ausüben. Aber eins bleibt sicher. Wir schaffen das zusammen! Darum schauen wir gemeinsam nach vorn und sagen, morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Wo kauft man Peugeot? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt, Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top-Werkstattservice? Kompetent und superfreundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Der VDK. Anwalt sozial benachteiligter Menschen und Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Sie haben Fragen zu Rente, Behinderung und Pflege? Wir kümmern uns mit Ihnen darum. Sozialrechtsberatung mit Herz und Verstand. Werden Sie Mitglied beim VDK. Wir helfen Ihnen weiter, wenn es um Rente, Behinderung und Pflege geht. Besuchen Sie die größte Miele-Ausstellung der Region im Miele Center Ochsenkühn. Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Küchen und Elektrogeräte für Haushalt und Gewerbe. Unser zertifizierter Kundendienst bringt nicht nur Ihren Kaffeeautomaten wieder zum Laufen. Seit über 40 Jahren in Neumarkt. Miele Center Ochsenkühn. Schlüsselfertige Energiesparhäuser von Dunwood House. Besuchen Sie unser Musterhaus Nähe am Berg. Mittwoch bis Samstag von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Was hatten wir denn noch? Ah ja, der Blumenstrauß der Woche. Während des Lockdowns im Frühling haben wir uns überlegen müssen, wie können wir unseren Blumenstrauß der Woche vielleicht auch auf Distanz übergeben. Da haben wir dann auch so eine kleine dreiteilige Miniserie draus gemacht. Ein bisschen in Anlehnung an diese TV-Serie Mythbusters. Mythbusters! Die Mythbusters! Und von Folge zu Folge wurden unsere Ideen abstruser. Ich meine, wenn man nach Hause gehen kann nach der Arbeit und sagen kann, was hast du heute gemacht? Och, ich habe ein Katapult gebaut. Dann ist das schon ein crazy Arbeitstag. Und dieses Katapult, das war wirklich eine Herausforderung. Also es war Wahnsinn Spaß, das Ding zu bauen. Für das Katapult nehmen wir Traversen von unserer Studiobeleuchtung, eine Latte von Ulis Kinderbett und einen Schuhkarton als Blumenhalter. Trittst du bitte mal drauf, dann können wir nämlich gucken, ob das Ding überhaupt irgendwie funktioniert. Okay. Achtung! Uah! Ich kann mich noch erinnern, bei der dritten Folge ist dann dieses Brett, was wir als Katapult genommen haben, zerbrochen. Ich weiß nicht, Pete hatte irgendwie ein bisschen viel Kraft, vielleicht ist er der Hulk, ich weiß es nicht. Ja, aber an der Reichweite können wir noch ein bisschen arbeiten. In den folgenden 84 Versuchen treffen wir tatsächlich immer genauer. Brett ist auseinandergeflogen, der Blumenstrauß ist auch immer in einige Teile zerfallen. Zum Glück haben wir keinen echten genommen. Tausend rote, tausend gelbe, alle wünschen dir.
Inspiration dafür kam übrigens von der alten Serie Das A-Team. Da gibt es in jeder Folge so eine Sequenz, wo die Figuren irgendeine verrückte Konstruktion zusammenbasteln. Und wir haben deswegen für unsere Serie auch extra eine Musik aufgenommen, die ein bisschen klingen sollte wie Das A-Team. Aber eigentlich ist es die Erkennungsmelodie von Neumarkt TV. Hören Sie mal rein. Also überarbeiten wir die Konstruktion. Das Katapult wird größer und höher. Aber wird es deswegen auch besser? So, dann schauen wir mal, ob das eine Nummer größer auch funktioniert. Puh, ich glaube, wir sollten aus der Schussbahn gehen. Ja. Okay, ich drücke auf den Auslöser. Achtung. Ui, ey, da fliegen die Blumen. Aber hallo. Du, in welche Richtung haben wir das Ding eingestellt? Also so grob Richtung Nürnberg, aber ich glaube, es ist ein bisschen da hinten an die Hauswand gedonnert. Ein Drehtag, an den ich mich auch noch lebhaft erinnere, war das Barockfestival. In Berching, da waren Vanessa und ich. Das Barockfestival ist leider wegen Corona ausgefallen. Ein paar Herrschaften sind aber trotzdem für uns extra angereist und haben gesagt, sie inszenieren da was. Und da ich ein großer Casanova-Fan bin, wollte ich unbedingt das so ein bisschen aufziehen wie so ein Hofzeremoniell. Für die Geburtstagsgesellschaft von Christoph Willibald Gluck, die Gäste, darf ich Ihnen ankündigen, die Geschwister Barberini, Paulina. Maria und Antonietta, Graf und Gräfin von Schloss Osterland aus Sachsen. Und da es so heiß war, waren natürlich im Hans-Kuffer-Park in Berching einige Leute, die natürlich überhaupt nicht nach Barock aussahen. Das hat aber auch mit sich gebracht, dass wir ständig Horden von Menschen mit Masken und Sonnenbrillen hin und her scheuchen mussten, Kinderwägen verschieben, das ganze 2020 mal verscheuchen, um eben diese Illusion zu erzeugen, dass wir jetzt da in der Zeit gereist sind. Nach dem Tanz geht es weiter in den Speisesaal, welcher klimatisiert ist. Die hohen Herrschaften kämen aber auch ohne diesen modernen Luxus klar. Man gewöhnt sich dran. Also wenn man einmal richtig durchgeschwitzt ist an heißen Tagen, dann ist es ohne weiteres auszuhalten. Über eines bin ich ehrlich gesagt froh, und zwar, dass wir 2020 nicht so viele Videoschalten gemacht haben wie andere Sender zum Teil. Sie wissen, da wurden nicht Interviews im Studio geführt, sondern die haben über das Internet zu den Interviewpartnern zu Hause geschalten und da saßen die dann vor Regalen und haben irgendwas erzählt. Mag ich persönlich nicht. Warum? Weil das erinnert mich immer an die Videokonferenzen, die man im Job hat, und ich glaube, davon haben wir 2020 mehr als genug gehabt. Ja, hi, ich wollte mich nochmal kurz zuschalten. Hi Klaus, servus. Ja, und ich stimme dir da voll zu, diese ewigen Live-Schalten und Videokonferenzen. Das ist wirklich furchtbar. Erstens ist die Qualität meistens, es kommt anderen Aussetzern. Ja. Ich finde, also das sollte man wirklich lassen. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ja, und wisst ihr, was mich tierisch nervt? Lennart, servus. Dass die Leute sich immer vor irgendwelche Fenster setzen, sodass man eigentlich nur Silhouetten von ihnen sieht, weil der Hintergrund viel zu hell ist. Ja, das kenne ich. Ja. Da hast du recht, Lennart. Mhm. Und außerdem reden die Leute immer durcheinander. Das ist aber wirklich... Meinst du wirklich? Also das kenne ich jetzt nicht. Ich meine, bei Talkshows kenne ich sowas. Ich wollte ja jetzt noch einen Punkt zu Ende führen. Können wir noch bitte mal findest du das? Das ist gar nichts mehr. Und ich finde das echt schlimm. Also ich bin froh, dass wir sowas nicht gemacht haben. Ja, ich auch. Und das waren die Neumarkt TV Backstage Stories Teil 2. Teil 3 folgt nächste Woche zur selben Sendezeit. Wir würden uns freuen, wenn Sie einschalten. Bis bald. Waldelefanten lieben das Familienleben. Ihre Jungen, die Regenwälder Afrikas und die weiten Sumpfgebiete. Doch die Idylle ist bedroht. Wilderer töten im großen Stil für Elfenbein. Auch Elefantenmütter. Ihre Jungen bleiben hilflos zurück. 5 € helfen, die Wilderei zu stoppen. Sende eine SMS mit Elfenbein an 81190.
WWF. For a Living Planet.